Vor 2 Wochen war das letzte Video und heute sehen wir uns wieder in alter Frische nach der damaligen Verzweiflung, den damaligen Todesfails und dem ganzen Desaster mit den Farmen kann ich euch heute wieder begrüßen. Beim letzten Mal wussten wir nicht so ganz, ob die Farm jetzt so funktioniert. Ich habe einen neuen Blastschimmer gebaut, nachdem ich 7-mal den alten Blastschimmer neu gebaut habe. Steht jetzt der neue. Die Frage ist, funktioniert er nicht? Geht das Drama weiter oder können wir heute damit abschließen und endlich in Zukunft damit weitermachen mit dem anderen Projekt, mit den Pipelines, mit den weiteren Bugfixes, um am Ende den Stuff zu haben, den Ember Palace bauen zu können? Das wird im heutigen Video angegangen. Wie das heute passiert, das seht ihr gleich. Als kurze Zwischeninfo. Aufgrund von zahlreichen Internetproblemen, nachdem ich jetzt 2 neue Monitore habe, mein PC-Equipment aufgestockt habe, den GoPro-Stuff gemacht habe, die ersten Motorradaufnahmen machen konnte für die Motorvlogs, von denen ich seit Monaten träume, ist es jetzt dazu gekommen, dass mein komplettes Internet im Haus abkackt. Alle 2 Stunden geht mein WLAN aus, ich habe zahlreiche Probleme, ich habe beschissenes Internet und ich muss mich darum erstmal kümmern. Bedeutet, wundert euch nicht, auch an die, die sich vielleicht gewundert haben, für euch den letzten Freitag, Samstag, heute, den Sonntag und morgen, den Montag, werden keine Streams in irgendeiner Weise auf Twitch kommen. Das kann ich nicht machen, weil einfach das Internet dafür nicht da ist. Ich würde sagen, viel Spaß mit dem weiteren Verlauf der Geschichte dieses Baumfarm-Projekts. Let's go, rein in das Video. Viel Spaß. Jo, Leute. Ich habe mich ja dazu entschieden, einen neuen Blastschirmer zu bauen. Und ich glaube, das war die beste Entscheidung, die ich hätte bringen können. Wir haben nämlich jetzt hier einen neuen Blastschirmer. Wirklich, das war keine Arbeit, den zu bauen. Ich glaube, wir haben da gestern eine Stunde lang gesessen oder so, oder 1,5 Stunden haben wir hiermit verbracht. Mit den anderen Blastschirmern hatten wir immer stundenlang zu tun, also 3 bis 4 Stunden jeweils, und die haben nicht funktioniert. Ich habe jetzt, muss ich gestehen, im Stream schon getestet, indem ich hier Holz gesetzt habe hier, ob der Blastschirmer zur richtigen Zeit das Holz wegsprengt und ob das hier alles passt vom Water-Auffangbeckensystem her etc. Und das sieht tatsächlich sehr gut aus. Es sah auch sehr gut aus mit der Schnelligkeit, wie das Holz hier reinkommt, dass es funktioniert. Das sah wirklich sehr gut aus und jetzt dachte ich mir, komm, machen wir jetzt den Final Test. Ich hoffe, dass ich nach, ich glaube, 1,5 bis 2 Wochen, an dem wir an dieser Farm jetzt sitzen, endlich mal dieses Problem hier geklärt hat, dass ich endlich nach dem Test sagen kann, yo, wir haben das Thema abgeschlossen, danach fixe ich nur noch mit einem Block die Farm, dann mit einem dem anderen Block die Farm, weil da sind wirklich 2 Blöcke, die fehlen und deswegen sind die Farm kaputt. Und wenn alle Farmen einwandfrei laufen und einwandfrei funktionieren, baue ich danach jetzt gleich die Pipelines, die in ein automatisches Lagersystem führen. Ich weiß ja nicht, ob das automatische Lagersystem dann hier drunter direkt sein wird oder nach da hinten kommt. Das wird sehr geil. Ich bin sehr hyped. Auf jeden Fall testen wir den Bums jetzt mal. Gucken wir mal, ob der Bums funktioniert. Ich hoffe es. Ich setze einfach mal 6, 7 Bäume und danach sehen wir ja. 1, 2, 3, 4. Ich hoffe es wirklich so stark. Oh, ich habe schon TNT gehört. Wir setzen mal ein bisschen mehr, weil ich ein TNT gehört habe und sehr, sehr zuversichtlich bin. Ich habe noch ein TNT gehört. Also ich will ja nichts sagen, aber... Es sieht so gut aus. Ich glaube, es funktioniert. Unfassbar. Wir testen es mal sicherheitshalber noch weiter. Übrigens, was ein Vorteil der Farm ist, was ich gar nicht erwähnt habe gerade eben. Ich habe ja vor dem Bauprojekt hier 1,5 Doppelkisten oder so an TNT gefarmt. Diese TNT-Blastschirmer brauchen nur eine TNT-Duper. Der braucht hier nur einen TNT-Duper. Bedeutet, ich brauche dafür gar kein TNT. Heißt, ich habe 1,5 Doppelkisten TNT, mit denen ich irgendwas Cooles wegsprengen kann, Digga. Werden mal kurz hier durchsetzen. Ich weiß nicht, ich werde mal kurz so 20 Setzlinge oder so setzen. Wir lassen mal 5 TNT hochgehen, okay? Und nachdem 5 TNT hochgegangen sind, gucke ich mir den ganzen Bums mal an. Wenn es wirklich funktionieren sollte, ist die Farm halt abgeschlossen, Digga. Nach so viel Leid und so viel Qual, Alter. Ich kann es gerade noch gar nicht realisieren so richtig. Machen wir noch ein zum Abschluss und machen den Bums dann aus und gucken mal, wie viel Holz hier eigentlich zusammengekommen ist. Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Oh, das hätte jetzt in die Hose gehen können. Es funktioniert einwandfrei ohne Probleme einfach. Das waren 3,5 Stacks. Das war mal gerade lockerlässig 200 Holz, Digga. Lockerlässig. Wie lang stand ich jetzt AFK? Eine Minute? Chat, was sagt ihr dazu? Also ich wusste, dass die Farm viel Ertrag macht, ne? Aber dass es hier so krank abgeht, dass in der Minute 4,5 Stacks, das sind in der Stunde 4,5 mal 60, das sind 260 Stunden, das sind 4 Doppelkisten. 4 in der Stunde. Und währenddessen farmen die automatischen Farmen hier drüben dann auch Holz. Die farmen auch nochmal 2 Doppelkisten die Stunde oder so. Die Farm hier ist jetzt erstmal fertig. Chat, die ist fertig. Nach 3 Streams, die wir hier komplett verzweifelt sind einfach, funktioniert die Farm. Sie funktioniert einfach. Wer war durchgehend dabei bei diesem ganzen Leid? Wer kann das gerade appreciaten hier? Wir machen uns jetzt dran. Ich werde jetzt die vollautomatischen Farmen nochmal fixen. Das ist keine Arbeit. Das sind eine Sache von 2 Minuten. Danach fixe ich die immer noch kaputte Fungusfarm. Und wenn die 2, 3 Sachen gefixt sind, bauen wir die Pipelines kommen dann. Und das Lagersystem kommt dann. Und danach werde ich noch einbauen, dass diese roten Blumen von hier, die roten Blumen, die die Eisenfarm hier immer durchgehend produziert, die hier,
Sobald das überfüllt wird, wird der Überschuss an roten Blumen zu Knochenmehl gemacht und dann direkt weitergeleitet in die verschiedenen halbautomatischen Baumfarmen, dass wir da auch keine Probleme mehr haben. Das ist zu geil. Rein theoretisch, wenn ich mich nicht irre, muss einfach nur dieser Block entfernt werden. Ja genau, der Holzblock, da seht ihr den? Den müssen wir einfach nur entfernen. Der Rest müsste eigentlich danach funktionieren. Danach müsste der Kreislauf hier genauso wirken wie vorher auch. Auf jeden Fall setzen wir dann hier mal, hauen wir hier mal den Holzblock weg und setzen dann hier ganz normal das Redstone wieder hin. Glaubt mir, wenn ich jetzt hier das hier setze, wird sie schon anspringen und wird einwandfrei funktionieren, wie ich es gesagt habe. Pass auf, jetzt ist oben ein Baum gewachsen, Chat. Und oben, der Baum wird jetzt... Scheiße, ist sie immer noch kaputt? Wartet, wir setzen es mal neu und tun mal den Hebel hier nach oben. Und wenn ich das jetzt so setze, müsste es wieder anfangen. Aber warum... Schon wieder an genau der gleichen Stelle. Da, guck mal, die Pistons da hinten funktionieren nicht. Warte, wir gucken mal da hinten, was da hinten mit den Pistons ist. Ich muss noch da oben auf die Pistons am besten, auf die Pistons hier. Hier ist perfekt. Hier, seht ihr das? Guck mal, hier fehlt was. Hier fehlt was ganz Entscheidendes. Da, jetzt ist richtig. Kommt jetzt auch ein TNT automatisch? Nee, ne? Das TNT, doch, jetzt kommt auch ein TNT. Habe ich jetzt den Zyklus wieder hergestellt? Ist das jetzt das Einzige gewesen? Ich glaube, es funktioniert, Chat. Ich glaube, ja. Es funktioniert, let's go. Geil, oder? Oder bin ich jetzt schon wieder zu voreilig? Kann ich es irgendwie machen, dass da keine Enderman spawnen? Nein, oder? Das kann ich in keinster Weise verhindern, oder? Dass Enderman auf diesen Blöcken da spawnen. Ausleuchten, ja, aber die Leuchteblöcke, die Licht verursachen, werden ja genauso weggesprengt, Chat. Die Frage ist halt nur, gibt es irgendwelche Blöcke, die leuchten, die nicht von TNT erfasst werden? Irgendwie bin ich da noch nicht ganz Lava. Lava. Lava einfach. Lava ist eigentlich übel die gute Idee. Wir setzen Lava. Wir setzen einfach Lava. Lava ist, glaube ich, ein echt guter Call. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier die gesamte Lava gesetzt, damit im Prinzip diese Blöcke spawnproof gemacht werden, beziehungsweise die Farben hoffentlich jetzt ausgeleuchtet ist, dass hier nicht irgendwie was spawnen kann, was Enderman oder so angeht. Also ich hoffe es. Ich hoffe, die Lava hat genug Light Level, dass Enderman hier nicht spawnen können. So, auf jeden Fall lassen wir die jetzt erstmal hier durchlaufen. Die kann ja jetzt laufen. Ich hoffe mal, das TNT macht nichts kaputt oder so. Dürfte aber rein theoretisch nicht. Auf jeden Fall kümmern wir uns jetzt um die Farm hier. Das ist mega easy zu fixen, das ist kein Ding. Rein theoretisch muss ich nur einmal oben den TNT-Chamber fixen. Mehr muss ich nicht raushauen. Ich muss nur hier im Prinzip einen Block setzen. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das mache. Ich muss es halt setzen, ohne dass ich es auslöse. Versteht ihr? Wir machen gerade die letzten Steps eigentlich. Das ist halt heftig, Brudi. Das ist ganz heftig. Guck mal, wir müssen das hier zurückfahren. Müssen dann einmal, wie kann ich hier irgendwie einen Slime-Block so drunter setzen? Geht das? Komm ich da ran? Kann ich? Ja, so. Und dann kommt hier die Power-Schiene ran und einfach das rauf. So, dann setzen wir hier mal das TNT. Und rein theoretisch müsste es das schon gewesen sein. Ich hoffe, da unten geht jetzt nichts Wesentliches kaputt. Dürfte aber nicht. Und jetzt TNT-Dupe. Genau. Das geht jetzt runter und springt uns da unten jetzt direkt alles weg. Genau, das machen wir jetzt ein paar Mal provisorisch. Erstmal per Hand. Dass da unten erstmal alles freigesprengt wird, ne? Chat, ist klar. Und dann müsste die Farm wieder einwandfrei funktionieren. Ich lasse jetzt noch eins raus. Guck mal, dann hauen wir das weg. Und übrigens, was ich vergessen habe zu erzählen, wir haben hier drüben die Zauntore im Prinzip durch, wie heißt es? Netherholz, ne? Netherholz, durch Netherholz-Zauntore ersetzt, damit die nicht abfackeln können, weil die davor sind abgefackelt. Das war jetzt nicht so das Beste. Deswegen haben wir die ganz easy ersetzt. Der Lava sieht die Farm nochmal upgegradet aus, irgendwie nochmal sicker. So, guck mal, dann müssen ich das hier jetzt so per Hand abbauen und dann kann ich die Farm, glaube ich, gleich einmal starten und mal gucken, ob die wirkt. So, dann schalten wir die mal ein und ich mache einfach mal an und wir gucken mal, ob es wirkt. Müsste. Baum kommt, Baum wird nach vorne gedrückt und jetzt müsste der TNT-Duper reagieren. Aber der erste TNT-Duper hat wieder nicht reagiert, oder? Kann es sein, weil der ausgefahren ist? Muss der eingefahren sein vielleicht? Warte, was ist denn standardmäßig bei denen hier oben? Sind die eingefahren? Ah, die sind eingefahren, deswegen, Chat, wartet. Und dann betätige ich das hier mal per Hand. So. Und jetzt müsste ja rein theoretisch wieder gehen. Das Ding ist, Chat, die Enderman TP'n sich halt irgendwo hin, versteht ihr? Und danach funktioniert halt das gesamte Ding hier nicht mehr, weil die sich irgendwelche Blöcke klauen. Also ja, jetzt funktioniert es wieder. Jetzt funktioniert es wieder einwandfrei, glaube ich. Okay, dann kümmere ich mich jetzt darum, dass wir hier die Lava hingesetzt bekommen und dass ich auch einmal die Zauntore austausche. Und danach testen wir die Farm nochmal. Und wenn die Farm funktioniert, bauen wir danach das Lagersystem. Viel Spaß in der Timelapse. Zurück aus der Timelapse, haben wir hier jetzt auch hier die ganze Lava gesetzt, auch hier alles ausgetauscht. Auf jeden Fall starte ich hier jetzt mal die Farm, wir machen mal an
und starten die einfach und lassen die jetzt durchlaufen. Weil es gibt noch eine andere Mission zu erfüllen, bevor wir jetzt das Pipeline-System bauen können. Ich habe das nämlich gerade voll verdrängt einfach. Auf jeden Fall mache ich die hier jetzt erstmal noch an. Und dann können die Farm jetzt offiziell ordentlich durchlaufen. Ordentlich ohne Probleme, Digga. Können die jetzt hier funktionieren? Es dürfte keine Probleme mehr geben. Egal, ob es mit Enderman ist oder mit den Farmen. Die Farmen müssen jetzt für immer funktionieren. Für immer, immer, immer funktionieren. Aber was nicht zu vergessen ist, hier unten, Digga. Hier unten ist noch was kaputt. Das fixen wir jetzt. Das dauert nicht lang. Das seht ihr in der Timelapse. Let's go, Rainer. Viel Spaß. Willkommen zurück aus der Timelapse. Ich habe das gerade schon mal alles aufgenommen. Ja, ich möchte es erwähnen. Das könnte jetzt ein bisschen komisch werden, weil ich habe einfach einen Aufnahmeknopf nicht gedrückt und wir sind gerade live vor 120 Leuten. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn ich es jetzt alles nochmal wiederhole und erzähle. Aber ich mach's für euch, YouTube, für euch. Erzähle ich es jetzt nochmal. Wir haben jetzt die Fungusfarm gefixt. Die Fungusfarm funktioniert jetzt einwandfrei. Ebenfalls, wie ihr hört, funktionieren auch diese zwei vollautomatischen Farmen endlich. Endlich ohne Probleme. Diese Lava-Dinger sind auch todes-OP, weil sie einfach wirklich alles ausleuchten. Also alles, alles ausleuchten. Hier spawnt nirgends wo mehr ein Enderman in irgendeiner Art und Weise. Es gibt keinen Enderman hier im End, obwohl wir im End sind und obwohl hier so viel gebaut ist, spawnen hier keine Enderman. Es ist so heftig. Dann mache ich hier auch mal das an, um euch das mal zu zeigen, dass hier auch wirklich funktioniert. Das ist ganz krank, ne? Also eigentlich muss ich da nicht viel machen, außer das Lagersystem nochmal neu aktualisieren und dann workt es hier ganz normal durch. Und ebenfalls, was ich euch zeigen kann, da kann ich das hier gleich laufen lassen, um das hier nochmal zu zeigen. Hier geht dann Wasser runter, das wird dann da hochgepusht und dann da einsortiert, so wie ihr es kennt. Das habe ich ja schon mal gezeigt. Um euch das auch nochmal zu zeigen, ebenfalls diese Farm hier funktioniert einwandfrei. Also wirklich, wirklich sehr, sehr einwandfrei. Denn wenn ich hier mal das jetzt anmache, kann ich euch das präsentieren. Ich setze jetzt mal hier die Blöcke und ihr müsst einfach auf die Sounds hören, okay? Hört einfach auf die Sounds. Es ist einfach todesgeil. Man hört überall TNT, wartet. Überall TNT einfach. Als würde die Welt um dich rumspringen. Es ist so nice. Das ist einfach, das Projekt geht gerade vollkommen auf. Genauso wie es aufgehen soll, geht es gerade auf. Das ist so geil. Das ist so unfassbar geil. Das ist genau das, was ich wollte. Die Fungusfarm läuft, die zwei vollautomatischen Farmen laufen, die halbautomatische Farm läuft. Hiermit machen wir so viel Holz in der Stunde. Das ist krank. Das wird so krank, wenn das hier jetzt fertig ist. Aber wie ihr auch merkt, wir sind noch nicht am Ende angekommen. Zwar funktionieren jetzt alle Farmen. Auch der Big Boy funktioniert. Die Farm funktioniert, die Farm funktioniert. Alle Farmen sind einwandfrei funktionell und endlich, endlich fertig nach so viel Qual und Leid und so vielen Problemen, die wir wieder mal damit hatten mit diesen Farmen. Und hier ist auch wieder Holz zusammengekommen ohne Ende. Geht jetzt an die nächste Mission. Denn ihr wisst, das ist jetzt der Grundaufbau. Der Grundaufbau steht, aber ich habe noch einen weiteren Plan. Und zwar werde ich da drunter, unter dieses Lagersystem, jetzt noch eine zweite Etage bauen. Ich denke mal mit hoher Deckenhöhe, so 10, 15, 20 Blöcke vielleicht. Also wirklich so eine hohe Deckenhöhe. Und dann ist im Prinzip unter diesem Glasboden noch eine Etage, was todesgeil wird, glaube ich. Als vollautomatisches Lager für dann das gesamte Holz, was hier produziert wird. Und ebenfalls habe ich danach vor, nach dem vollautomatischen Sortiersystem, was wir da hinbauen werden, habe ich vor, Pipelines zu bauen. Also von da aus geht zum Beispiel eine Pipeline dann hier in das Lager. Von da hinten führen zwei Pipelines zusammen. Hier zwei Pipelines von da und da führen zusammen. Gehen dann nach hier und dann führt hier noch eine Pipeline in die nächste Pipeline. Und dann geht noch eine Pipeline zum Lager. Und ja, dann wird halt automatisch das ganze Holz, das wir produzieren, rausgedroppt. Und somit wird das alles automatisch im automatischen Sortiersystem einsortiert. Und ebenfalls, was noch krasser ist, werde ich Pipelines bauen, die vom automatischen Sortiersystem wegführen. Denn ich will ja einmal die roten Rosen zu Knochenmehl direkt umwandeln lassen. Dann werden die rausgedroppt und werden dann wird das Knochenmehl automatisch aufgeteilt auf die halbautomatische Farm und auf die Fungusfarm dort. Wird dann automatisch aufgeteilt und ebenfalls kommt dann da eine Kiste hin, wo ich Knochenmehl einfach reinschmeißen kann, was rausgedispensed wird, dass das Knochenmehl dann ebenfalls so auch aufgeteilt wird. Das wird so geil verwinkelt und heftig. Das wird so heftig. Ob es wirklich so heftig wird, wie ich denke, oder ob wir da zahlreiche Probleme bekommen oder es einfach scheiße aussieht, das werdet ihr nächste Woche sehen. Nächste Woche Sonntag um 16 Uhr geht es damit weiter. Dann wird das Lagersystem gebaut, die Pipelines, alles, was ich gerade erklärt habe. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Schaut gerne mal auf Social Media vorbei und auch auf Twitch, wenn ich dann wieder streame. Und bis dann, Leute. Ciao. Ich hoffe, euch hat's gefallen.